Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X mit mir, dem Dragonios. Herzlich willkommen und wir machen gar nicht so lange drum rum. Wir gehen gleich mal in die Arena und werden die Fee-Arena hier ein bisschen auseinandernehmen. Okay, es gibt eine Menge Trainer. Das heißt, eine Menge Erfahrungspunkte, die werde ich mir mitnehmen. Werde ich brauchen. Na, was sagst du zu diesem Kimono? Den hat Valerie entworfen. Ich werde versuchen, seiner Schönheit im Kampf gerecht zu werden. Eine Schönheit wahrscheinlich. Kimono-Trägerin Irma. Okay. Die Denne wird eingesetzt. Na, joi. Wie niedlich. Dieses kleine Hamster-Pokémon. So. Surfer. Das Surfer ist auch relativ blöd hier. Das ist, glaube ich, Elektro mit dabei, ne? Aber Lapras ist unser stärkstes. Irgendwie ist das uncool. Eisstrahl. Voltwechsel. Super. Tschüss, Didene. So, dann kriegt erstmal das nächste einen Eisstrahl ins Gesicht. Azumarill. Na, super. Eisstrahl. Das ist natürlich voll geil. Schon mal perfekte Pokémon gegen mich. Also einmal Body Slam. Vielleicht habe ich Glück und es ist paralysiert. Ein Volltreffer. Schön. H2O Absorber. Die CPU ist hier ab und an so dämlich. Nochmal Body Slam. Plopp. Und wahrscheinlich überlebt es. Ja, natürlich überlebt es das. Okay, Regentanz. Kein Thema. Mach ruhig Regentanz. Ist okay. Aber den Wasser-Pokémon draußen. So, Body Slam. Tschüss, Azumarill. So, wenn das Ding jetzt natürlich Donner kann, wäre das uncool. Lapras erreicht Level 41. Und der Rest, Evan Falls, Rehorn erreicht Level 26, Darkness erreicht Level 25. Ruheort. Ah, Ruheort ist eine schöne Attacke, es heilt. Ich möchte Dreschflegel verlernen. So, jetzt hat es drei Flugattacken. Geil. Na egal. Ruheort ist praktisch. So, okay. Didene, wir wissen, dass es da ist. Jetzt hoffentlich. Hoffentlich. Ladestrahl. Okay. Wird wehtun natürlich. Aber Spezialangriff steigt. Der Surfer wird hoffentlich ausreichen mit Regentanz und Step. Ja. Didene, tschüss. Und dank des Epidalas Elterrecht auch noch was Killer, Level 28. Und die Kimono-Trägern. Deine Stärke macht dich wunderschön. Danke. Das, freut mich. So, irgendwelche Teleportationssachen, wo ich keine Ahnung habe, wo ich noch hinkomme und... Was zur Hölle? Eine recht altmodische Nähmaschine, okay. Hier ist gar kein Trainer. Gut. Ist hier ein Trainer? Nein. What the fuck? Eine Badewanne. Mit Klauenfüßen. Okay. Gut, so viele Trainer sind dann doch nicht da. Aber hier ist eine. Hallihallo, hallöle. Ich will gegen dich kämpfen. Angetrieben von meiner Verehrung für Valerie bin ich hergekommen, um ihre Schülerin zu werden. So, Roxanne. Roxanne. Was bist du denn? Wie heißt du? Parfiness. Okay. Ich habe keine Ahnung, was du bist und von was du dich entwickelst oder ob du dich überhaupt entwickelst. Es setzt Charme ein. Ich find's irgendwie uncool, dass ich keine Stahl- und keine Giftattacke habe. So, Dreschpflege. Das wird mir wehtun. Na, okay. Lapras Verteidigung ist doch ganz in Ordnung. Bam! In your face, Puffiness. Tschüss, Puffiness. Und Lapras erhält Erfahrungspunkte. Blutexo 31. Und ja, Gott sei Dank, langsam werden die stärker. Nein, Valerie, es tut mir leid. Ja, ich will nicht wissen, wie sich das jetzt gerade angehört hat. So.
Da haben wir auch eine Trainerin. Ich nehme so gut wie alle mit. Hallo. Wir sehen aus wie Puppen in einem Puppenhaus, findest du nicht auch? Es gibt wirklich Leute, die aussehen wie Barbie-Puppen, aber ihr gehört nicht dazu. So, ein Schlüsselbund? Ein Schlüsselbund! Klavion. Klavion. Klavion nennen wir es. Eisstrahl. Schauen wir mal, was Eisstrahl macht. Setzt Begrenzer ein. Okay. Gucken wir mal, wie stark... Eisstrahl ist nicht effektiv. Ist das ein Stahl-Pokémon? Stahlfee vielleicht? Schaut irgendwie so aus. Okay, Schmarotzer. Aua, aua, aua. Das hat sogar gar nicht mal so wenig Schaden gemacht. So, tschüss, Klavion. Oh, es verliert seine Schlüssel. Oh, Gott. Setz das nächste Kirlia ein. Okay. Kirlia wird, denke ich mal... Wobei, vielleicht kein Zauberblatt. Das wäre blöd. Aber egal, wir versuchen es trotzdem mit Surfer. Einfach mal eine kleine Step-Surfer-Attacke. Oh, nein. Kirlia hat überlebt. Wow, wie geil Gedankengut ausschaut. Für das, dass nur der Spezialangriff und die Spezialverteidigung steigt. Ist cool gemacht. So, Kirlia, tschüss. Ja, ich weiß, ich werde hier mit Surfer durchrushen. Rihorn erreicht Level 27. Und Granbull als nächstes. Oh, ich werde mal mit Lapras noch draußen bleiben. Ich verstehe nicht, wieso man dieses Pokémon zu einem Fee gemacht, zu einem Fee-Typ mitgemacht hat. Naja, egal. Raserei! Das wird nicht viel Schaden machen. Lapras defensive Verteidigung ist einfach viel zu gut. Tschüss, Granbull! So, Lapras erhält Erfahrungspunkte, der Rest auch. Tyrknis erreicht Level 27 und Klingensturm. Mhm. Was haben wir denn mit Klingensturm? Eine Attacke, die über zwei Runden geht. Hohe Volltrefferquote. 80, 100. Ruckzuckhieb ist zwar nicht schlecht. Ich könnte Schnabel verlernen. Ich finde es schade, dass er noch keine einzige Feuerattacke gelernt hat. Irgendwie so Nitro-Ladung oder sowas. So. Habe ich das vielleicht als TM dabei? Du bist doch eben doch keine Puppe, sondern ein Pokémon-Trainer. Da hast du recht. Hast du gut erkannt, gute Dame. Du bist ja Gott sei Dank nicht... Ich wollte schon weiter sagen blond, aber dann... Nein, das werde ich nicht sagen. So. Nichts gegen blonde Frauen. Was haben wir denn hier? Plage, Trugschlag, Klauenwetzer, Zerschneider, Schutzschild. Ich hatte Giftschock. Kann keiner erklären. Cool. Dunkelklaue, Naturkraft, Erholung, Schlafrede, Stärke, Donner, Ditz, Gyroball, Anziehungsvertrauenssache. Nitro-Ladung, da habe ich es ja. Okay, perfekt. Ja, dann wird man da Tyrknis doch mal Nitro-Ladung lernen. Ja, danke, 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 danke. Und Klingensturm wird gleich mal wieder verlernt. Okay, perfekt. Eins, zwei, schwupp. Gelernt und verlernt. So. Wunderbar. Nitro-Ladung ist eine schöne Attacke. Kann man nichts dagegen sagen. Halli, hallo, hallöle. Angriff eines bestimmten Typs in Wirkung gegen unsere geliebten Feen-Pokémon. Und damit meint sie den Drachentyp. Was ich hier übrigens auch mit dabei habe. Sabayone. Ein Törtchen. Oh, herrlich. Okay, dann Surfer einfach mal zu zeigen, wer hier da größere, wer das größere Törtchen ist. Und zwar er mit Energieball. Autsch. Au. Das hat echt wehgetan. Ja, die spezielle Verteidigung von Lapras ist jetzt nicht ganz so toll. Drachenwut. Ich glaube, ich setze mit Drachenwut mehr Schaden ein. Achso, das ist eine Drachenattacke. Ich bin dämlich. Feuerzahn. Dann halt so. Vielleicht habe ich das Glück und es... überlebt. Es heilt sich. Oh. Es heilt sich wieder.
Wäre ziemlich geil, wenn du verbrennen würdest, mein Freund. Ach du Scheiße. Das Ding hat Energieball. Erstmal heilen. Supertrank auf mein Glutexo. So. Hör auf damit! Ich weiß, es ist nicht sehr effektiv, trotzdem ist es nervig, weil es einfach mal fast 10 Level über mir ist. Ich könnte auch mit Rauchwolke arbeiten, das wäre natürlich auch lustig. Verbrenne! Energieball, okay. Das sollte nicht so viel Schaden machen. Okay, das Level merkt man deutlich. Ich will diesen Kampf mit Glutexo gewinnen. Heilen! Und Energieball. Okay, ich glaube, dieses Kuss hat es keine mehr. Keine AP mehr. Alter, ein Volltreffer. Okay, nochmal heilen. So. Jetzt hör mit deinen scheiß Energiebällen auf. Okay, es hat doch noch AP. So. Vielleicht jetzt eine Verbrennungsaktion, mein Freund. Feuerzahn. Ham. Notsituation, okay. Meine Güte. Mit Glück überlebe ich die nächste Attacke. Oder ich mache einen Volltreffer und es stirbt. Das wäre natürlich viel cooler. Liebes Kuss. Ah, das kann eine Weile dauern. Ich werde mich nämlich heilen. Diesmal mit einem Hypertrank, denn ich habe genug. Zack. Oh, ist das nicht schön, wie lange der Kampf dauert? Hätte ich mir ein gutes Team zusammengestellt für die Arena, würde das wesentlich schneller gehen. So, egal. Wie viel AP hat denn Diebeskurs, bitte? Müsste doch jetzt langsam mal aufhören. Ich glaube, es waren nur 10, oder? Au. So. Feuerzahn. Volltreffer, bitte. Volltreffer. Oh, kein Volltreffer. Feuerzahn. Volltreffer, Volltreffer, Volltreffer. Oh, das kann. Wieso ist es jetzt schneller als ich? So, jetzt aber. Zack, zack. Wenn ich schneller bin, dann habe ich... Oh Gott, Energieball. Tschüss, Glutexo. Ja, dann halt doch nicht mit Glutexo. Und zwar werde ich mit Kirlia hier angreifen. So, jetzt... setze Konfusion ein. Au, 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 au. Alter, das ist uncool, was du da an Schaden machst. Oh. So, Kirlia, level up. Wunderbar. Viscora, level 33. Und es gibt auch Typen, gegenüber denen Feen-Pokémon im Nachteil sind, die ich aber nicht dabei habe. Ich muss zuerst zum Heilen, Leute. So. Dich habe ich schon, ne? Ja, dich habe ich. Ich habe keine Ahnung, wo ich da hingelaufen bin. Also hier war ich noch nicht. Ah, die Badewanne. Okay, die Badewanne kommt mir bekannt vor. Ich glaube, da bin ich von hier gekommen. Genau, dann war ich, glaube ich, hier unterwegs. Von hier bin ich daher gekommen? Ich glaube, ja. Oder auch nicht. Jo, geil. Hilfe! Ah! Ah! Ich verlauf mich. Ich hasse Teleporter-Action. Wie komme ich da jemals wieder zurück ins Pokémon Center? Ich will doch nur mein Team heilen. Wo bin ich? Wo komme ich, wenn ich hier hinlaufe? Ah, okay. Gut, 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 gut. So, dann zurück ins Pokémon Center. Wir brauchen Lapras. Ohne Lapras schauen wir ziemlich alt aus.
Mein ganzes Team besteht gerade nur aus der Hoffnung von Lapras. Nett. Habe ich eigentlich mit euch schon geredet? Gucken wir mal ganz kurz. Danke für die Geduld. Ja, danke. Ach, das ist Mr. Oakcraft, also Mr. Pokémon. Nee, Mr. Wie heißt der? Mr. Miteinander heißt er. Hast du schon mal Gedanken gemacht, wie viele Pokéballe pro Tag verwendet werden? Ach, nee. Hey, ja, das kennen wir. Nein, danke. In diesem Sinne, ja. Begegnungskraft Level 1. Yay. Denk daran, du kannst das PSS auf die Oakcraft zu mehr einsetzen. Ja. Okay. Dann haben wir Mr. Oakcraft in dieser Stadt auch gekriegt. Wie praktisch das im Pokédex bestimmt, findet man im Küstenmeerkalo ganz viele Wasserpionen. Ja. Ein Donnerhahn, der Frieden braucht, geboren aus menschlichem Bedauern, ein Donnerhahn zu lindern alles Trauern, so durch den Zorn der Pokémon entbrannt, so dass Carlos Lied ein Ende fand. 100 mehr hast du nicht verdient. Es war nicht gut. Es freut mich, dass es dir gefällt. Es hat mir nicht gefallen. So! Halleluja, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit diesen Feen so viele Probleme hätte. Also, dann gehen wir einfach mal weiter. Wir waren hier, gehen einfach jetzt mal nach unten. Gehen hier auch nach rechts. Gehen hier nach rechts oben. Von hier aus werden wir uns nach links unten weiter bewegen. Und von hier aus nach rechts unten. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist oder falsch. Ich teste einfach mal aus. Das ist Try and Error. So, und von hier aus will ich... Ja, gut. Nicht viel Möglichkeiten. Ah, hallihallo, hallole. Oh Gott, das kann ja heiter werden. Heiter bis lustig. Oh, sie verbeugt sich von mir. Ein Tagchen, Trainer. Na, haben dir die Warpfelder gehörig den Kopf verdreht? Ja. Wie auch immer, auf in den Kampf. Ich, Valerie, kämpfe mit dem Pokémon von Typ Fee. Sie mögen aussehen wie Sensibelchen, aber haben ganz schön was drauf. Das habe ich gemerkt. Besonders so ein Scheiß mit Energieball und... Valerie! Die etwas seltsam aussieht, aber okay. Valerie, sie sieht aber echt sympathisch aus, so vom Gesicht her. Ein Flunkiefer! Ist auch ein Fee-Pokémon geworden, schön. Surfer mal in dein Gesicht. Wobei, bei Surfer kann man nicht wirklich sagen ins Gesicht. Das ist halt so generell überall. Ja, das dürfte nicht so viel abziehen. Ein Volltreffer. Und Verteidigung sinkt. Ah, super. Schön. Sie setzt schon mal den ersten Hyperdrang ein. Auch nicht schlecht. Lapras Surfer. Vielleicht kriege ich noch den zweiten Hyperdrang raus. Na? Ja, Hyperdrang. Sehr schön. Verballer alles an einem Flunkiefer, was eh keine Chance hat zu überleben, weil es voll dämlich ist, wenn man es jetzt heilt. Weil ich bin schneller als Flunkiefer. Ein Volltreffer. Okay. So, Lapras erreicht Level 42. Und der Rest auch. Pantimos. Psycho-Fee-Pokémon. Ja. Komm. Egal, es hat sich nur die Verteidigung von Lapras gesenkt, also die Spezialverteidigung ist eh nicht so der Pralle. Probieren wir es mal weiter mit Surfer. Reflektor. Gegen physische Attacken. Gut, dass ich speziell angreife. Okay, probieren wir es mal mit Eisstrahl. Vielleicht habe ich die Glück und er friert ein. Okay, mein Timo ist schneller als ich. Nicht ganz so cool. Nein! Okay, tut er nicht. Nochmal Psychokinese, ich müsste es definitiv überleben. Und jetzt werde ich dann meinen Hypertrank einsetzen. So, Lapras erhält Erfahrungspunkte, der Rest auch. Glutex erreicht Level 32. Funkenflug! Ja, Funkenflug ist uncool, weil es speziell ist. An sich ist es nicht schlecht. Keine schlechte Feuerattacke. Aber da es, wie gesagt, speziell ist,
für mein Glutexo nicht so prickelnd. Mein Glutexo ist eher physisch ausgerichtet. Bekannte Attacken behalten. Funkenflug nicht erlernt. Rihorn erreicht Level 28. Und Felinara wird eingesetzt. Oh, geil. Felinara. Oh Gott, bist du süß. Oh, Felinara. Ich will dich gar nicht besiegen. Oh, aber ich muss. Ich muss. Deswegen Hypertrunk. Habe ich von Lapras wurde aufgefrischt. Okay. Würde gerne wissen, ob das System wahrscheinlich sehr speziell, also definitiv speziell, denke ich. Wow, okay, du hast eine gute Spezialverteidigung, mein Fräulein. Eisstrahl. Vielleicht frierst du ja ein. Kannst du mal was anderes machen aus den Scheiß? Alter, Lapras, hör auf. Du stirbst gleich. Ich werde es nochmal heilen und dann werde ich es mal mit Body Slam versuchen. Wahrscheinlich ist die physische Verteidigung dagegen Dreck. Halt! Mein Gott. So. Hypertrank. Lapras. Ja, sie hat auch zwei Hypertränke eingesetzt. Ich dachte es auch. So. Zauberschein. Es kann nichts anderes scheinbar. Body Slam. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Body Slam denn so abzieht. Ja, mehr denke ich. Wahrscheinlich nicht viel mehr, aber Body Slam hat auch keinen Step. Darf man natürlich nicht vergessen. Einmal fährt Body Slam ins Gesicht. Und das war ein Volltreffer wahrscheinlich, oder? Nee, war nicht mal ein Volltreffer. Felinara wurde besiegt. Lapras erhält wahnsinnig viele Erfahrungspunkte. Und das Ergebnis. Das ist so ein Metal-Pokémon. Der Tygnus. Schwamm drüber. Morgen lichten sich die Wölkchen wieder und alles ist beim Alten. Okay, du kannst auch alles sehr positiv sehen, Fräulein. Hui, das war ein tolles Kämpfchen. Kämpfchen. Schau mal, das ist der Feenorden. Du bekommst ihn nicht. Haha, ist der nicht einfach entzückend? Hoppla, ich Dummerchen. Ich war so fasziniert vom Anblick des Ordens, dass ich beinahe vergessen hätte, ihn dir zu geben. Also, Händchen auf. Was bist denn du für eine? Du warst mir bis jetzt echt sympathisch. So, okay, der Feenorden. Nice, wir haben ihn. Jetzt, wo du diesen feinen Feenorden besitzt, kommst du super mit Pokémon von bis Level 80 aus. Selbst wenn du sie mit deinen Freunden getauscht hast. Ach, und hier habe ich noch etwas für dich, nämlich diese TM. Betrachte sie als ein kleines Geschenk von mir und halte sie in Ehren. Abgemacht? Also Beutelchen auf. Mein Gott, hörst du mal auf mit deinem Chen? Dieses ganze Verniedlichen. Also, du liebes Lieschen. Da habe ich Dummerchen. Mein Gott. Boah, ey, jetzt haut's aber einen nach dem anderen raus. Doch glatt vergessen, welche Attacke in diese TM steckt. Ich hoffe, du kannst mir das nachsehen. Mein Modegeschmack ist schon... Das habe ich auch noch nicht gehabt. Na, Arena-Leiterin, die vergisst, wie ihre Attacken, was ihre Attacken machen. Mein Modegeschmack ist schon etwas ausgeflippt, findest du nicht auch? Nun, schon seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, ein Pokémon zu sein. Tja, und genau daraus schöpfe ich die Ideen für meine pfiffigen Entwürfe. Weißt du was, mein Trainerchen? So richtig einst mit meinen Pokémon fühle ich mich erst, wenn wir in einem Kampf in die Ecke getrieben werden. Ich würde ja schon gerne wissen, warum das eigentlich so ist. Vielleicht weil... Nein. Ach, ist ja auch egal. Ich will mir darüber jetzt nicht mein Köpfchen zerbrechen. Mein Gott. Okay. Wow, die ist wirklich seltsam. Ich bin froh, dass ich den Kampf hinter mir habe. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Hallo, Lord M. Oh, der Feenorden, wie schön er glitzert und funkelt. Ich habe vor, mir die Pokémon-Fabrik... Warum kommst du nicht mit? Pokéballe sind echt fantastisch, weil man mit ihnen Pokémon fangen kann. Sie sind quasi poketastisch. Oh, das ging schnell. Okay, ich werde jetzt noch mal ganz kurz meine Pokémon heilen. Die Pokémon-Fabrik wird leider bis morgen warten müssen. Da wir auch schon am Ende unserer Zeit sind... Ja, sind wir. Und... Dann würde ich sagen, Dankeschön Leute fürs Zuschauen. Falls euch die Folge der Feenarena gefallen hat, hinterlasst doch ein Däumchen nach oben oder ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Damit würdet ihr mir einen Riesengefallen tun und mich natürlich auch weiterhin unterstützen. Dankeschön und ich hoffe, wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.